Außerdem erhebt sein Finger. Sage ich nicht, dass es eine bestätigte Sichtung war. Mir ist schmerzlich bewusst, wie viel Arbeit die Überprüfung solcher Dinge macht. Es besteht die ernstzunehmende Möglichkeit, dass ich ein Eichhörnchen oder eine optische Täuschung gesehen habe. Ich selbst bin mein heftigster Kritiker. Er betont es ausdrücklich, um widerlegbar zu klingen. Und Lenas Sichtung der Phasmide ist die? Die ist bestätigt, antwortet er schnell. Sie ist hundertprozentig überprüft und erfüllt alle Ansprüche, die an authentische Kryptidensichtungen gestellt werden. Ich habe vom gefährlichsten Kryptiden gehört, vom Gnom von Geroma. Das ist der ehemals gefährlichste Kryptid, ja, aber kennen Sie den gefährlichsten lebenden Kryptiden? Er will verhindern, dass du den Eindruck gewinnst, es sei eine große Sache, davon gehört zu haben. Nein. Der gefährlichste Kryptid ist ein fleischfressender Wiederkäuer, der umgangssprachlich als Teufelselch bekannt ist. Das können Sie doch nicht ernst meinen? Der Teufelselch? Ja, der Teufelselch ist ein reiner Fleischfresser. Auf der Suche nach Nahrung hat er sogar schon frische Gräber geschändet. Okay, greift er auch Menschen an? Man hat schon menschliche Überreste tief im Wald gefunden. Sie waren auseinandergerissen und dann von großen Hufen in den Mulch getrampelt worden. Schließlich schließen sie daraus, was sie wollen. Okay, wie sieht er aus? Wie ein ganz gewöhnlicher, ardischer Elch. Und woher weiß man dann, ob es ein normaler Elch oder ein Teufelselch ist? Sie sind nicht voneinander zu unterscheiden. Das macht den Teufelselch ja gerade so teuflisch und seine Identifikation so schwierig. Ein Elch, der wie jeder andere Elch aussieht? Was soll das denn? Er macht doch Witze, oder? Was diesen Teufelselch angeht, bin ich nicht vollends überzeugt. Ich bin skeptisch. Ich meine, das müsste doch auffallen, oder? Die im Wald gefundenen Leichen sind nur ein Teil der physischen Belege. Es gibt noch mehr. Was sind die anderen Belege? Der jüngste Anstieg der Elchpopulation. Als heimliche Fleischfresser beseitigen die Teufelselche effektiv sowohl ihre eigenen Fressfeinde als auch die ihrer evolutionären Vettern. Aber warum sollte der Teufelselch verbergen müssen, dass er Fleischfresser ist? Elche werden bereits jetzt zum Vergnügen gejagt. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn sie plötzlich als Raubtiere wahrgenommen würden? Gibt es irgendwelche glaubwürdigen Augenzeugenberichte über Elche, die andere Tiere töten, um sie zu fressen? Ein Schlachthaus am Rande eines Waldes in Vasa hat gemeldet, dass seine Mitarbeiter in der Ferne immer wieder Elche gesehen haben. Die Elche starrten einfach nur das Gebäude an, als warteten sie auf etwas. Ihre Augen waren blutunterlaufen und voller Grausamkeit. Hört sich verdächtig an. Das ist noch nicht alles. Einige der Lehrlinge aus dem Schlachthaus wanderten an einem nahen Bach entlang und sahen einen Elch, der an einem unidentifizierten Kadaver nagte. Das ist nichts Einzigartiges. Es ist bekannt, dass verschiedene Elcharten Aas verzehren, wenn pflanzliche Nahrung knapp ist. Wie dem auch sei, er beruhigt sich. Es gibt mehr als genug Belege, um eine gründliche Suche nach dem Teufelselch zu rechtfertigen. Beenden wir das Thema, bevor wir anfangen, uns zu streiten. Dieser Mann hat mehr als genug hitzige Streitgespräche geführt und zöge es, so überraschend das sein mag, vor, auf weiteren Streit zu verzichten. Ich habe vom größten Kryptiden gehört. Da bin ich aber beeindruckt. Er wird nicht besonders beeindruckt. Aber haben Sie ihn auch mit eigenen Augen gesehen? Nein. Natürlich nicht. Er wirkt zufrieden. Haben Sie ihn gesehen? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, nach Kokonur zu reisen. Nein. Und vermutlich werde ich sie auch nie bekommen. In den Wüsten Samarskills tobt seit 8 Jahren ein Bürgerkrieg. Ich befürchte, dass diese blindwütige Barbarei die scheue Kreatur vollständig ausgelöscht haben könnte. Sichtungen aufragender Luminositäten werden in letzter Zeit immer seltener. Früher hingegen gab es sie regelmäßig. Ja, Luftspiegelungen kommen regelmäßig vor. Eine Luftspiegelung ist ein regelmäßig auftretendes Phänomen, für dessen Meldung die Leute in Kriegszeiten keine Zeit haben. Es bleibt unklar, was das mit seiner Frage zu tun haben soll, ob du ihn gesehen hast. Er hat wohl nur eine Abwehrhaltung eingenommen. Okay. Ich habe vom Cryobacter catlensis gehört. Ach, von dem weiß jeder. Schließlich war Professor Mijanou eine Zeit lang Stadtgespräch. Er hustet in seine Faust. Obwohl sich vermutlich, weil ihr Leben durch die Arbeit in Katla endete, niemand an ihre Beiträge zur Suche nach der Nong-Ok erinnert. Der Nong-Ok? Das ist eine flugunfähige Laufeule, die auf den Semeninen vorkommt. Dank ihrer langen Beine
Kann die Nong-Ong schneller laufen als jeder andere Vogel, vielleicht sogar schneller als jedes andere Tier, wer weiß. Wenn sie nicht auf diese Weise nach Beute jagt, hängt die Ock wie eine Fledermaus von Baumästen herab und wartet darauf, sich im Sturzflug auf ihr unglückseliges Opfer am Dschungelboden zu stürzen. Mijanu hat eine Faible für extreme Tiere, wissen Sie? Sie ist eine der wenigen Vertreterinnen des akademischen Etablissements, die ich respektiere. Es ist wirklich schade, dass sie verschwunden ist. Wann ist sie verschwunden? Ach, schon vor Jahrzehnten, in den 30ern. Ich kannte sie natürlich nicht persönlich. Obwohl sie für jemanden von der anderen Seite ungewöhnlichen Mut besaß, trennte uns weiterhin eine Kluft aus akademischer Überheblichkeit. Erzählen Sie mir einfach von einem coolen Kryptiden, von irgendeinem Kryptiden. Ich möchte Ihnen nicht dazu nahe treten, Officer, aber in mir steckt nicht unbedingt ein Pädagoge. Es war nur gut, dass Lena mich davon überzeugt hat, mich wieder der Feldforschung zu widmen. Wenn Sie interessante Geschichten hören wollen, sollten Sie sie fragen. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, ich bin kein geselliger Mensch und ich gebe keinen guten Dozenten ab. Meine Stärken sind die Feldforschung und Beharrlichkeit. Er wischt eine Haarsträhne zur Seite, die sich vor sein Auge verirrt hat. Stimmt, Lena hat uns ganz viel erzählt, ne? Das war genug Geschichten. Wechseln wir das Thema? Sehr gerne. Er hustet und wischt sich den Mund ab. Ich mache mich auf den Weg. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein bisschen auch um diese ganzen Fallen kümmern, ne? Das darf ich nur nicht vergessen. Ich hoffe, das wird in meinen Aufgaben... Ja, wird hiermit angezeigt. Sehr schön. Sehr gut, weil das will ich auf jeden Fall machen. Okay. Wir haben so viele Sachen zu tun, ey. Ach, du meine Güte. Okay, weiter geht's. Diese feuchten Holzscheite riechen nach Brandbeschleuniger und gehen trotzdem nicht in Flammen auf. Okay. Wir haben hier noch eine Dose. Sehr schön, ein bisschen Geld. Sprechen wir noch mit dem hier. Ich sage bloß als Riva Schuller, dass ich... Was? Gary, der Kryptofisch. Hallo, ich bin Gary. Wirklich ein feiner Zug von Ihnen, dass Sie uns aushelfen, Officer. Gelber Mann, er dreht sich zu Kim. Ich meine, Officer... Ach, du Kacke. Der Leutnant hebt die Augenbrauen ein wenig und holt sein Notizbuch hervor. Gelber Mann? Interessant. Darauf solltest du ihn ansprechen, nachdem du ihm ein wenig auf den Zahn gefühlt hast. Er wechselt schnell das Thema. Ich warte nur darauf, dass mein Freund Morell mit seinen Insektenfallen fertig wird, damit wir in die Zivilisation zurückkehren können. Ist die freie Natur nicht so ihr Ding? Ich mag die Natur, nur diese verdammte Küste nicht. Hierher versteht es vor allem Säufer und Degenerierte. Degenerierte? Er respektiert die Obrigkeit so sehr, dass er die Wahrheit nicht erkennt, die euch doch ins Gesicht geschrieben steht. Geht vor, dass ihr der Inbegriff der Tugend seid. Ich kann Ihnen versichern, dass ich weder das eine noch das andere bin. Ich bin ein Gesetzeshüter mit lupenreiner Weste, der streng nach Vorschrift handelt. Ich komme noch nicht einmal in Versuchung, Rauschmittel anzuwenden. Degenerierte? Die Koryphäe auf diesem Gebiet hat mich dazu ausgebildet, den kleinsten Ausflug von Degeneration aufzuspüren. Warte mal. Warum wird er jetzt hier so defensiv? Der hat das doch so allgemein gesagt. Er meinte doch nicht ihn, oder? Säufer und Degenerierte, genau meine Welt. Ich fürchte leider, ich könnte ein Säufer sein. Niemand ist perfekt. Sie waren sicherlich auch schon mal versucht, etwas zu trinken. Sag ich mal. Oh, versucht war ich schon. Er nickt ernst. Aber irgendjemand muss für Riverscholl stark bleiben. Sein Blick wandert zu dem Stapel durchnässter Holzscheite, der vor seinen Füßen liegt. Im Gegensatz zu anderen Leuten spricht der Riverscholl mit einem K aus. K? Wo ist denn das K? Oder meint er Riva Kohl? Hä? Zeit für ernste Fragen. Dieser Mann ist nicht unschuldig, das ist niemand. Ah ja, haben Sie Riva Kohl gesagt? Wissen Sie irgendetwas über den Mann, der hinter dem Whirlingen Rex gehängt wurde? Ist das Ihre Tasse? Ich frag mal alles, das interessiert mich. Ich spreche es gerne hart aus, auf die alte Weise, auf die vespertinische Weise. Er nickt feierlich. Er zwinkert dir zu und versucht dir eine verborgene Botschaft zu übermitteln. Will er dich vielleicht dazu anregen, das Wort ebenfalls falsch auszusprechen? Seltsam. Es ist ein geheimer Ritus, vermutlich ein Erkennungszeichen extremer Nationalisten. Ach du meine Güte, also ist das nicht nur so, stand das mit dem Faschisten? Okay, wissen Sie etwas über den Mann, der gehängt wurde? Ach, deshalb ist die BMR in Martinez. Klasse, sein Nicken bringt ehrliche Zustimmung zum Ausdruck. Schön zu hören, dass sich endlich jemand darum kümmert. Also wissen Sie doch etwas?
Nein, nein, er schüttelt nachdrücklich den Kopf. Dann rückt er seine Krawatte zurecht. Nichts, nur dass er so etwas wie ein Söldner war, aber das weiß jeder hier. Ich bin einfach nur froh zu hören, dass sie sich der Sache widmen, mehr nicht. Er hat ihn nicht getötet oder so, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich frage mal nach der Tasse. Meine Tasse? Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben gelber Mann gesagt, mit so etwas werfen nicht viele Leute um sich. Es klang, als ob sie sehnsüchtig nach ihr rufen würden, als sie gelber Mann gebrüllt haben. Ich sehe genau, dass sie die Tasse erkennen. Es liegt in ihren Augen. Ich sag mal das zweite. Ach nein, das ist nicht... Warum sollte ich nach einer kaputten Tasse rufen? Das erscheint mir immer noch verdächtig. Habe ich erwähnt, dass die Tasse am Tatort eines Lynchmords gefunden worden ist? In Ordnung, ich glaube Ihnen, Sie wirken wie ein Mann auf mich, der weiß, dass es eine Straftat ist, einen Polizisten anzulügen. Sag mal das zweite. Okay, okay, ich gebe es zu. Ich habe die Tasse in den Müllcontainer hinter dem Hostel geworfen. Ich weiß, dass ich das nicht hätte tun sollen, Officer. Er hält inne. Sie verhängen doch kein Bußgeld gegen mich, oder? Ich kann endlich Bußgeld vergeben. Doch, allerdings, du reichst deinen Bußgeldbeleg aus und zwar über 20 Real. 100 Real? 250 Real? Die Höchstsumme? Ach was, Gary, ich will einfach nur Informationen von Ihnen. Also, ach, das tut so weh. Ehrlich gesagt, als wir die ganzen Geldprobleme hatten, hätte ich ihm wahrscheinlich jetzt die 250 Real abgeknöpft, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Momentan, da wir eine kostenlose Unterkunft haben und ich jetzt nicht gerade Geldprobleme habe und mir Informationen wichtiger sind, würde ich tatsächlich die Informationen wählen. Puh, er ist sichtlich erleichtert. Danke, Sie werden das nicht bereuen. Ich werde meinen Müll nie wieder in eines anderes Mannes Eigentum entsorgen. Ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat. Die Arbeit ist in letzter Zeit stressig. Die verdammten Keukost drücken die Preise so sehr, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Was hast du angestellt, Gary? Nichts, nichts. Ich beantworte nur ein paar Fragen. Ich unterstütze das Gesetz. Wie haben Sie den Müllcontainer aufbekommen? Ich kenne jemanden, der bei CS Municipal arbeitet, der städtischen Müllabfuhr. Er hat mir einen Generalschlüssel für die Müllcontainer in Martinez besorgt. Er hat sich nur, um eine Tasse wegzuschmeißen, den Generalschlüssel für die Müllabfuhr geholt? Warum interessieren Sie sich für den Müll anderer Leute? Mit dem Schlüssel kann ich meinen eigenen Abfall in der Müllpresse des Whirling abladen, sagt er und verbeugt sich beschämt wie ein gefallener Ritter. Abfallentsorgung ist schweineteuer, die verdammten Chimäer haben das ganze Geschäft im Griff. Es tut mir leid, okay, ich dachte, ich könnte Kosten sparen. Das hätte ich nicht tun sollen, ich hätte keine Schande über mich bringen sollen. Sie hätten keine Schande über sich bringen sollen? Der Leutnant runzelt die Stirn und blickt auf. Sie brauchen sich nicht so theatralisch aufzuführen. Es ging schließlich nur um einen Müllcontainer. Er beobachtet seine Reaktion. Gary antwortet nicht. Gary, haben Sie die Kleidung eines Mordopfers des Mannes, der hinter dem Whirlingen Rex gehängt wurde, in diesem Müllcontainer geworfen? Officer, bitte, er hebt beide Hände. Lassen Sie mich das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Erklären Sie es. Ich habe bloß aufgeräumt. Ich wohne direkt gegenüber von dem Hof, indem er gelyncht wurde und konnte sehen, dass man die Leiche ausgezogen hatte. Die ganze Kleidung lag im Hof herum und stank. Menschen sind Tiere, wissen Sie? Ja, was ist passiert? Okay, was ist dann passiert? Ich bin rausgegangen, um die Lumpen wegzuräumen, weil es sonst niemand getan hätte. Ich habe sie in den Müll des Whirling geworfen. Zugegebenermaßen zusammen mit einer kaputten Tasse. Er überlegt es sich mitten im Satz anders. Okay, ich bin rausgegangen, um die Tasse wegzuwerfen. Und naja, habe die Tasse dort hineingeworfen und die Kleidungsstücke ebenfalls. Genau, Sie haben nur Ihre Bürgerpflicht getan, merkt der Leutnant witzelnd an. Ganz genau, genau, das habe ich getan. Ich habe meiner Bürgerpflicht genügt. Warte mal. Während er sich unbehaglich hin und her bewegt, ist ein Klicken zu hören. Beinahe wie das Klirren von Glasperlen, die aneinander schlagen, während sie über Parkettboden kullern. Dieses Geräusch hast du schon einmal gehört, aber wo? Warte, was passiert hier gerade? Das ist voll spannend. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Sie wissen nicht zufällig etwas über die verschwundene Rüstung? Was ist das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Ich meine das Klirren, das ich eben gehört habe, als sie sich bewegt haben. Echt, er breitet langsam seine Arme aus und diesmal verursachen seine Bewegungen keine Geräusche. Hier im Schilf gibt es eine Menge seltsames Zeug, Insektenmüll, vielleicht weht der Wind irgendwo in der Nähe irgendwelchen Abfall herum. Okay.
Sie wissen nicht zufällig etwas über die verschwundene Rüstung? Von einer Rüstung? Nein, er überlegt es sich noch einmal anders. Ich wollte sagen, ja, natürlich, ich weiß, dass er eine Rüstung anhatte. Ich weiß nichts über sie. Selbst einem Kleinkind fiel auf, dass er nicht die Wahrheit sagt, aber er hat zu viel Angst, um noch mehr Fehlverhalten zu gestehen. Reden wir über etwas anderes? Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei Ihren Ermittlungen ein kleines bisschen behilflich sein. Er ist sichtlich erleichtert, dass es vorbei ist. Ha! Warum bewegt er sich so hin und her? Du analysierst Garys Beherrschung. Das würde ich gerne ausprobieren. Aber ich frage erst mal weiter. Nein, nein, ich helfe Morrel manchmal bei seiner Forschung und habe im Laufe der Zeit ein paar Dinge gelernt. Aber alleine veranstalte ich normalerweise nicht solche Picknicke. Was macht er denn dann? Das dürfte eine gute Gelegenheit sein, Dominanz zu zeigen. Was machen Sie denn dann, wenn Sie kein Kryptozoologe sind? Oh, dies und das. Er grinst. Klingt interessant, dubios. Solange Sie über die Runden kommen und Ihre Karriereziele vorantreiben? Ist es manchmal. Siehst du, er weicht aus. Gib's ihm. Zeig ihm, wer hier das Sagen hat. Das ist keine Antwort. Ich wollte Sie einfach nicht mit unnötigen Details langweilen, Officer. Ich arbeite als Sonderkurier. Sie wissen schon, Eilieferung, Zustellung am nächsten Tag, Lieferung an abgelegene Orte. Was liefern denn Sie so für Sachen aus? Oh, den Inhalt der Lieferung kenne ich nicht, Officer. Ein Bestandteil meines Jobs ist Diskretion. Hey, da ist ein Drogenhändler? Was macht er eigentlich mit diesem Kryptozoologen hier? Ja, Officer? Sie waren überrascht, meinen Kollegen Leutnant Tsuragi zu sehen. Hier und abgesehen von Seoul, auch überall sonst, begegnet man nicht vielen Seoliten. Ich habe das nicht böse gemeint, wirklich. Haben Sie ein Problem mit Seoliten? Nein, ich habe überhaupt kein Problem mit ihnen. Er wirft dem Leutnant ein undurchschaubares Lächeln zu. Das ist alles so suspekt hier gerade. Versuchen wir das mal, auch wenn die Chancen so schlecht stehen. Ah, okay. Tut er das? Er wirkt recht behaglich. Vielleicht waren es nur Perlen. Es klang nach Perlen. Aber was für Perlen könnte ein Mann wie Gary unter seiner Kleidung verstecken? Sind Sie ein Crossdresser? Sind das Gebetsperlen? Tragen Sie... Ach du Kacke! Ich frag mal, ob er Crossdresser ist. Wie kommen Sie denn darauf, Officer? Runzelt die Stirn. Vielleicht wollen Sie sich dem schönen Geschlecht näher fühlen? Ist doch nicht so viel, man sich schämen müsste, Mann. Weil Sie offensichtlich ein gefährlicher Staatsfeind sind. Was zum Hacker? Aber Officer schüttelt langsam den Kopf. Ich trage keinerlei Frauenkleider. Ah, schade. Also bei dem ist hier irgendwas komisch. Danke für Ihre Mithilfe. Was ist das für ein Grillen? Oder versteckt er... Klirren, vielleicht versteckt er ja einfach nur ein paar Alkoholflaschen oder so. Diese schweren militärischen Absperrungen sind von Kugeln durchsiebt und zerfallen. Was haben wir hier? Oh, ein Gedanke. Die Schilfbüschel dort drüben, sie wären ein hervorragendes Versteck. So nah am Wasser sind sie etwas abgelegen. Aha, worum geht es hier? Um nichts, es ist nur so ein Gefühl. Das Gefühl verfliegt und lässt sich mit der alten Boje, die im Wasser schaukelt, allein. Zeit zu gehen. Hä? Was für ein Gefühl denn? Eine Boje tanzt im Wasser hin und her, sie ist mit einer 11 gekennzeichnet. Interessant, interessant. Na gut. Was haben wir hier sonst so Schönes? Geht's hier noch lang? Okay, hier geht's auch nicht so viel weiter. Ah, wir haben schon mal Lenas Mann gefunden, also schon mal gut. Heute befindet sich kein Boot in der Bootshütte. Oh, ich habe was verpasst. Ein bisschen Geld. Ich hätte mir doch von dem Typen ein bisschen Geld abknüpfen sollen. Oh, eine Sonnenbrille. Übergroße Superstar-Sonnenbrille. Ha? Nice. Gibt es hier sonst so Schönes? Was ist das? Die Bootshütte ist nicht gerade solide gebaut. Ein starker Wind könnte sie glatt umwehen. Oh, hier ist noch was. Falle, Bootshäuser. Im Schilf vor deinen Füßen liegt eine Falle. Es scheint sich um die Vorrichtung zu handeln, die Morelle in deiner Anwesenheit platziert hat. Netz und Verdrahtung sind identisch. Du siehst dich um?
Hinter dir ragt ein zerstörtes Wohngebäude über dem Schilf auf und schützt es vor dem Wind. Es knistert vertraulich im Einklang mit dem Platschen des Regens. Du greifst nach der Falle. Heuschrecken krabbeln in der Falle umher. Sie sind verwirrt, wurden aber offensichtlich noch nicht verspeist. Eine fleischfressende Schilfsfassmide, die sich mit ihnen vollstopft, suchst du vergeblich. Welch Riesenüberraschung. Der Leutnant grinst freudlos. Wie auch immer, eine Falle können wir abhaken. Drei müssen wir noch prüfen. Ah, ich hatte gehofft, dass sie in der ersten Falle sitzen würde. Das Grinsen können sie sich schenken. Ich erwarte nicht, irgendwas zu finden. Ich helfe bloß ein paar Bürgern und schnappe etwas frische Luft. Sie sitzt in der nächsten Falle, ganz bestimmt. Du sagst nichts und stellst die Falle ab. Ich sag das hier. Ganz bestimmt, wiederholt er und blickt aufs Meer. Dann sieht er zu dir herüber und beobachtet dich dabei, wie du die Falle zurück auf den Boden stellst. In jedem Fall ist die Luft hier angenehm und frisch. So, das war jetzt eine der Fallen. Die hätten wir schon mal geprüft. Noch ein bisschen Geld. Das ist auch schön. Was haben wir hier? Noch eine interessante Wand. Schon fast 7 Uhr, ne? Wie die Zeit läuft immer. Zerstreute Einschusslöcher strecken sich über die gesamte Breite einer rissigen Mauer. Schauen Sie mal, Kim, noch mehr Einschusslöcher. Hier ist auf jeden Fall etwas passiert. Warum so viele Einschusslöcher? Oh, geschafft. Oh. Eine Reihe geisterhafter Schatten steht mit dem Rücken zur Wand. Es sind viele, mindestens ein halbes Dutzend. Einige haben die Köpfe gesenkt, einer kniet mit gefalteten Händen. Es ist still, keine Geräusche, kaum Bewegung. Hier war eine Hinrichtung oder was? In einigen Metern Entfernung haben andere Schatten ordentlich Aufstellung genommen. Ihre Automatikgewehre sind schussbereit. Eine Böe weht vorbei, die Uniformröcke des Erschießungskommandos flattern langsam im Wind. Eine einzelne Person steht an der Seite. Regentropfen fallen auf die Holzplanken und die umliegenden Sanddünen. Die Wolken lassen keinerlei Lichtstrahlen so hindurch. Seit dieser Füsilierung ist viel Zeit vergangen. Regen und Salzwasser haben das Blut schon lange fortgespült. Nichts erinnert mehr daran. Was ist das? Die Überfülle von Einschusslöchern lässt zwei Rückschlüsse zu. Entweder wurden hier übermäßig viele Exekutionen durchgeführt oder es wurden keine Platzpatronen verwendet, um das Gewissen der Soldaten zu erleichtern. In diesem Fall wäre nur ein Gewehr mit scharfer Munition geladen gewesen. Anscheinend war dies eine Massenhinrichtung, bei der alle Schützen scharf geschossen haben. Du betrachtest die Menschen, die an der Mauer stehen? Es ist eine Schar von Männern, vermutlich in Alltagskleidung, geschunden und staubig von den Auseinandersetzungen. Der Höhe der Einschusslöcher nachzuurteilen, haben sie nicht am Boden gekniet, was in manchen Nationen eine übliche Hinrichtungspraxis ist. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ist unmöglich, irgendetwas über ihre Persönlichkeiten oder ihren Hintergrund abzuleiten. Gewöhnliche Leute, jeder einzelne von ihnen wirkt vertraut. Wer waren sie? Kollateralschäden auf dem Weg zur Normalität und Fortschritt. Davon bist du überzeugt, Officer. Vielleicht solltest du deine Überzeugung überdenken. Sie haben gebetet, geschrien. Du betrachtest die in Linie angetretenen Soldaten. 7 Männer in Armeeuniform in dunklen Jacken richten Automatikgewehre auf die Leute. Es sind Soldaten einer Seite, aber zu welcher Seite gehören sie? Es sind Männer, die ihre Pflicht erfüllen, eine düstere Pflicht. Wer waren sie? Wenn man ehrlich ist, ist Gewalt keine Lösung. Sie ist das allerletzte verfügbare Mittel, wenn alle Verhandlungen scheitern. Und hier sind sie alle gescheitert. Du betrachtest die Person, die an der Seite steht. Das ist der kommandierende Offizier, gibt den Befehl. Feuerstöße peitschen durch die Luft. Das Aufblitzen des Mündungsfeuers tanzt über sein Gesicht. Kim, wer war bei dieser Hinrichtung wer? Zuerst schweigt der Leutnant und starrt einfach nur die Mauer an. Ich weiß es nicht, sagt er schließlich. Ich weiß nicht, wer hier an dieser schrecklichen Mauer gestorben ist. Die Leute könnten jeder der Seiten angehört haben, die in die Revolution verwickelt waren. Vielleicht waren die hier hingerichteten loyalistische Konservative, getötet von den Kommunisten zu Beginn des Bürgerkriegs. Andererseits könnten es aber Kommunisten gewesen sein, die in der Endphase des Konflikts von den Koalitionstruppen umgebracht wurden. Es könnten die Angestellten des Feld-FNI-Zentrums unten an der Küste gewesen sein, deren Gebäude von den Revolutionären übernommen wurde. Oder vielleicht, was ist mit den Angehörigen der Koalition, mit den sogenannten Moralisten?
Naja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier Koalitionstruppen gestorben sind. Sie wurden immer als Letzte an die Wand gestellt. Wenn in dieser Situation ein Mitglied der Koalition anwesend war, dann wird das ehrlich gesagt der kommandierende Offizier gewesen sein, der Vorgesetzte, der die Befehle gegeben hat. Kalter Seewind fegt die Gestalten fort. Oh, das war so ein kleiner Geschichtsabschnitt, ne? Ist auch interessant. Die traurige Geschichte dieser Stadt. Auf dem Schild steht Entry Interdite. Oh, ich hätte besser Französisch lernen sollen. Ach komm, Harry, lauf ein bisschen schneller. Oh, noch eine Flasche, ein bisschen Geld, sehr schön. Was ist das hier? Zack, zack, zack. Eine alte Kartenabreißerkabine, sie ist nicht mehr in Betrieb. Die Leute haben Geld bezahlt, um hier zu parken. Heute würde niemand dafür bezahlen. Frag mal, Mann, wie viel Geld ich schon hergegeben habe, nur für Parkplätze. Vom Dach dieser völlig verrosteten Sitzbank blättert uralte Farbe. Okay, kommt man eigentlich hier drum herum? Nee, ne? Hier ging es gar nicht weiter. Aber gehen wir erstmal in diese Richtung. Hier kommt man nicht durch. Hier ist noch eine Kiste. Oh, noch mehr Flaschen, sehr schön. Da hinten gibt es noch Geld. Ich muss sagen, ich genieße hier richtig die Musik. Die passt einfach so gut in diese Atmosphäre, ne? Es hat so was Melancholisches, Düsteres gerade. Das passt einfach so hier zu dieser Gegend. Die Tür ist nicht bloß verschlossen, sie ist unzugänglich. Was ist das? Fallen Zipfelmütze Pipo. Lass mal wieder reingucken. Wir haben hier ein bisschen wieder was, was wir verbessern können. Ich bin gerade am Schauen. Was könnten wir verbessern? Das Partyleben. Ich würde jetzt ungern das gerade verbessern. Mechanik, Beherrschung. Beherrschung kann ich nicht erinnern. Habe ich schon. Ich würde sagen, ich mache das hier nochmal. So, sehr schön. Annehmen. Und wir haben ein paar Sachen gefunden. Wir haben hier noch ein bisschen Alkohol gefunden. Anscheinend vorher schon. Fallbuch des Versagens und des Hasses. Oh ja, da war was, ne? Kleidung. Wir haben schon jede Menge Kleidung. Wir haben noch diese Sonnenbrille. Plus 1 Gewandtheit. Das hat uns schon wieder Wahrnehmung minus. Aber ich brauche Wahrnehmung. Was haben wir hier? Reaktionsvermögen. Ich lasse es erstmal so. Passt schon. Hier sind die Fallen. Ne? Hier haben wir eine schon erledigt. Noch 3 müssen wir uns anschauen. Gehen wir hier weiter hin. Gibt's anscheinend nichts. Warte mal. Geht's hier nicht weiter? Kommen wir hier nicht durch? Oh, anscheinend geht's hier tatsächlich nicht weiter. Schade. Von der Seite auch nicht. Okay, dann müssen wir ja komplett wieder zurück. Einmal hier hin. Oder? Kommen wir hier hin weiterhin? Also von links? Nee, ne? Geht gar nicht. Ah, okay. Hier ist alles schwarz. Gut, dann geht es jetzt die ganze Strecke wieder hoch. Oh, ein Gedanke, stopp. Dieser Küstenabschnitt wird seit Jahrzehnten nicht genutzt. Ja, deswegen ist das eigentlich eine gute Idee mit den Fallen, ne? Die kann wenigstens keiner sabotieren oder so. So nah am Meer ist es beinahe unmöglich, ein Feuer zu entzünden. Können wir uns die Falle auch schon mal anschauen? Ich sehe mich um. Das Schilf beim verlassenen Lager knistert und zittert im gemächlichen fallenden Regen. Es ist gut, dass die Kryptozoologen nach Hause gegangen sind. An diesem nicht sonderlich gemütlichen Ort sollte niemand nicht Nacht für Nacht verbringen. Je später es wird, desto kälter wird es auch. Im Sand zeugen noch Überbleibsel wie das erloschene Feuer vom Lager. Irgendwie fühlst du dich seltsam. Ich greife nach der Falle. Auch dieses Falle ist voller panischer Heuschrecken. Von einem kryptozoologischen Tier fehlt hingegen jede Spur.
Noch eine leere Falle. Der Leutnant notiert etwas eher aus Gewohnheit als auch aus Pflichtbewusstsein. Wir dürfen nicht aufgeben. Bei der nächsten Falle haben wir bestimmt Glück. Wie gefällt Ihnen das Ausdauertraining, Leutnant? Ich genieße das ziemlich. Für eine ordentliche Joggingrunde bin ich immer zu haben. Würde ich sonst noch mit Ihnen an diesem Fall arbeiten? Er lächelt und klappt seinen Kragen hoch. Es ist windig.